So, wieder mal Zeit für ein neues Video. Ich habe ein neues Projekt gemacht, ein neues Programm, das heißt Lui SSR und das ist für Server-Side Rendering da. Das heißt, dass man jetzt eine Lui-App, die man geschrieben hat, auch auf dem Server ausführen kann und der Seitenbesucher bekommt dann einfach nur das fertige HTML, ohne dass bei ihm noch irgendwas ausgeführt werden muss, um sich das Programm anzugucken. Ich habe hier eine Demonstration gemacht, also das hier sollte der ein oder andere oder das ein oder andere Männchen schon kennen. Das hier ist die Variante, die herkömmliche, die mit JavaScript im Frontend, also im Browser funktioniert. Also wir sehen hier einfach nur Lui ist drin und dann die App selbst. Und das wird im Browser ausgeführt. Das heißt, die Seite selbst ist leer. Also wir haben hier kein HTML drin im Body, außer das Skriptelement. Und das sieht jetzt so aus. Man kann hier das verändern. Und so sieht dann die SSR-Variante aus. Ja, genauso sieht sie aus. Also ja, es gibt einen Unterschied. Hier unten wird nämlich der Browser angezeigt, der verwendet wird. Und das ist hier dann nur Lui SSR, wenn das von Lui SSR berechnet wird. Und das sieht erstmal genau gleich aus. Also man sieht, es verändert sich gar nichts, außer der Text unten. Aber es kann sich auch nichts mehr hier verändern, weil wir, also doch, wir können das jetzt hier anhaken, aber es passiert nichts. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier was anderes auswähle oder auf Reset draufklicke, also ja, es passiert nichts. Und das liegt daran, wenn wir mal in den Quelltext reingucken, dass wir hier das, was wir sehen, im HTML schon drin haben, ohne JavaScript. Es gibt hier kein Script-Tag, kein Script-Element in diesem Dokument, sondern einfach nur das Ergebnis in ziemlich kompakten HTML, was der Benutzer sieht. Ohne irgendwelche dynamischen Sachen, also keine Event-Händler, es passiert nichts, wenn man irgendwo raufklickt, auf Buttons. Ja, und wie das funktioniert, möchte ich auch noch mal grob zeigen. Ich habe das hier geöffnet. So sieht dann die vorherige Variante aus. Man hat den Quelltext eben gesehen. Das einzige Dynamische, was hier vom Server gemacht wird, ist der Teil hier. Und der ist für die Style Sheet zuständig, für den Seitentitel, Metatext generell. Und die Variante jetzt, die SSR-Variante, die sieht so aus. Hier wird dann die Datei, die wir bei der anderen Variante hier verlinkt haben, dass der Browser die Datei lädt. Hier wird die Datei vom Server selbst geladen und mit dem SSR-Modul kompiliert. Und hier unten wird das dann ausgeführt und das Ergebnis hier in den Body eingefügt. Und wir können hier noch beim Ausführen bestimmte Sachen überschreiben. Wir können ihm zum Beispiel, das ist nämlich der Trick, weswegen wir hier die To-Do-Einträge sehen können und das nicht einfach nur leer ist, ist, dass wir hier das Document-Cookie-Ding setzen. Also es werden die Cookies ja mitgesendet vom Browser zum Server und hier werden die To-Dos, die wir in Cookie drin haben, in Document Cookie reingeschrieben. Das heißt, für die App, die in SSR ausgeführt wird, die guckt rein in Document.cookie, ob wir irgendwelche To-Dos haben und die haben wir dann. Das ist eine kleine Spielerei, die ich noch hinten dran gemacht habe, einfach damit wir auch hier was sehen können und nicht immer, wenn ich das jetzt mal hier lösche, hier. Also, so sieht das ja aus, wenn man nichts hat. Ja, und jetzt kann ich das immer auch neu laden und jetzt haben wir hier auch nichts mehr. Und wenn wir hier drauf drücken, passiert gar nichts, ja. Und die App hier habe ich übrigens gar nicht verändert. Das steht hier auch unten drin. 2021, also vor 2 Jahren habe ich diese App hier geschrieben. Und sie funktioniert ohne Veränderung in SSR. So toll ist SSR. Ja, jetzt möchte ich noch darauf eingehen, wie SSR selbst funktioniert. Es funktioniert so, dass ich im Grunde Lui nachprogrammiert habe. Eine minimale Variante von Lui habe ich nachprogrammiert. Die ist hier in der Datei inner.js drin.
Und diese Datei, die man erkennt es hier, bietet Funktionen an, die genauso heißen wie in Lui, nur halt, dass sie viel weniger machen, beziehungsweise was ganz anderes machen. Und ich kann das empfehlen, sich hier durchzulesen, denn wenn man sich das hier durchliest, dann versteht man zwar nicht ganz, wie Lui funktioniert, weil Lui nochmal viel, viel komplizierter ist. Lui kann ja auch Sachen verändern und generiert keinen HTML-Code, sondern DOM-Elemente. Also funktioniert eigentlich ganz anders. Aber man kann sich trotzdem, wenn man sich das hier durchliest, ziemlich viel verstehen, wie Web-Frameworks generell funktionieren. Und das ist also hier die Datei, die für die App, die hier ausgeführt wird, ist das hier die Lui-Variante, die verwendet wird. Also es wird nicht Lui verwendet wie jetzt hier, sondern es wird das hier verwendet, das so tut, als sei es Lui, sozusagen. Ja, und das ist die Funktion, die wir von außen verwenden. Also hier ist diese exportierte Funktion, die wir hier aufgerufen haben. Und was passiert? Es wird eine Funktion erstellt, eine JavaScript-Funktion, und den Quelltext der App, der kommt in den Funktionskörper rein. Dann überschreiben wir hier so ein paar Dinge, die dann als Variablen erreichbar sind innerhalb der Funktion. Also innerhalb von der Funktion wird dieses Lui, dieses Window, dieses Document, dieses Navigator benutzt. Und ja, das ist der Trick. Dann kam eine große Komplexität noch, also die zweite Hälfte der ganzen Arbeit bestand darin, diesen Baum, der hier erzeugt wird. Also es wird erstmal ein HTML, nee, ein JavaScript, JSON könnte man sagen, Baum aufgebaut für die ganzen Elemente und deren Kind-Elemente. Eine ziemlich einfache, primitive Darstellung. Also ich verwende hier keinen DOM, keine DOM-Library oder sowas mit diesen ganzen vielen Methoden, die man alle gar nicht braucht, sondern ich verwende einfach nur eine einfache Vanilla-JavaScript-Darstellungsweise. Und dann war eben das Aufwendige, hier den HTML-Code zu generieren. Denn wenn wir uns das hier angucken, sieht relativ einfach aus und funktioniert auch ganz zuverlässig. Ich habe das schon mit mehreren Apps getestet. Aber das ist eben nicht so ganz trivial, ein von der JavaScript-Notation in die HTML-Notation zu übertragen. Als Beispiel, wir haben irgendwo hier, wir haben zum Beispiel Boolean-Attribute, also selected. Selected kann true oder false sein. Da können wir dann nicht sagen, selected gleich true oder selected gleich false, sondern es ist dann so, dass selected heißt true und wenn das nicht da ist, heißt es false. Und so weiter. Und dann gibt es auch Attribute, die haben Bindestriche drin. Dann gibt es noch Style-Attribute. Man kann ja auch Style gleich und dann CSS. Hier das zum Beispiel. Ja, das wird auch alles berücksichtigt und funktioniert. Und dann noch ganz viele Edge-Cases, ganz viele Sonderfälle, die ich auch noch bedacht habe und getestet habe. Und das Ganze funktioniert dann ganz zuverlässig. Und da bin ich stolz drauf. Also unbedingt diesem Projekt hier einen Stern geben. Ein Mensch hat das schon gemacht. Und ich bin gespannt, wofür man das verwenden kann. Also für diese Spielerei allemal, aber ich weiß nicht, Minecraft? Irgendwie ja nicht. Was soll das bringen, Minecraft zum Beispiel ohne JavaScript sich angucken zu können, das erste Bild? Und vor allen Dingen das Canvas-Element, also das Rendern des eigentlichen Bildes, das geschieht ja über JavaScript. Soweit bin ich hier noch nicht. Naja. Also ich bin gespannt, falls irgendjemand Ideen hat oder Bugs findet, auch sehr gerne her damit. Und das war's diesmal wieder.